Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Eyes of Ara. Hier ist Sabine die Cat und weiter geht's in Kapitel 3. So, hier sind schon jede Menge Bläulichter. Ich drehe mich auf jeden Fall mal nach hinten um. Hier bei der Vase. Da haben wir Foto Nummer 1. Dann haben wir hier oben ein Symbol. Das brauchen wir nachher. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt keins mehr. Das nächste ist dann hier drüben. Das brauchen wir auch gleich. Hier mal die ersten Münzen. Dann schauen wir sich den Fußboden näher an. Da haben wir jetzt verschiedene Schalter und die führen zu jeweils einen auf der rechten und einen auf der linken Seite einem Gerät. Das heißt, wir widmen uns jetzt mal hier den ersten Schalter. Den drücken wir nach rechts. Dann schauen wir, der folgt dem Kabelstrang. Das müssen wir wieder nach rechts drücken, weil das andere führt ins Leere. Dann gehen wir zum Tisch hierher. So, dann brauchen wir die Schalter hier noch drücken. Das heißt, drehen wir nach links. Dann geht der Strom hierher. Das heißt, den brauchen wir auch wieder nach links. Und den nach rechts. So, dann betätigen wir wieder den Schalter. So, dann fangen wir gleich mal hier an. Da geben wir das Symbol ein, das wir oben auf der Mauer gesehen haben. Und zwar das Symbol vom Steinbock. Dann kriegen wir Hebel Nummer 1. Gehen auf die rechte Seite rüber. Da geben wir das Symbol der Waage ein. Dann kriegen wir einen Hebel Nummer 2. Die Hebel können wir hier links und rechts vorne einfügen. Dann kommt die Treppe mal langsam runter. So, die Augen gehen vor. Wir folgen unauffällig. Dann haben wir hier gleich beim Kästchen unter der Kommode ein kleines Kästchen mit einer Münze. Dann schauen wir sich hier gleich ein bisschen weiter um. Da haben wir ein Steuerrad, da können wir momentan noch nichts machen. Hier haben wir eine Skizze. Da kann ich schon mal so viel sagen. Die müssen wir dann, und das finde ich ein bisschen schade bei dem Spiel, hopp, her kommst du, dass man die dann nicht irgendwie so schön nebenbei legen kann. Aber auf jeden Fall ist das hier ein Code. Und ich erkläre euch das dann später genauer. Hier gibt es momentan sonst nichts zu sehen. Da kommen wir dann später noch zurück. Das heißt, wir gehen jetzt durch die Tür hier durch. So, hier gibt es auch allerlei verschiedene Sachen. Ich schaue mal hier hinten hin, bei der Pinnwand. Da haben wir Phase 3. Den Computer können wir auch leider noch nicht benutzen. So, hier gibt es wieder was zu lesen. Das Schloss ist jetzt seit 6 Monaten leer und ich merke, wie ich Clementines Gegenwart vermisse. Ihre Wissbegierigkeit war eine Inspiration.
Ich bin ein egoistischer Mann und ich bekenne, dass es größtenteils Ihre seltsame Verbindung mit den Augen ist, die ich vermisse. Was war es, das Sie an ihr so faszinierend fanden? Ihr Interesse an mir war über die Jahre, die ich hier lebte, gewachsen, aber es scheint passiv im Vergleich. Als wäre ich ein Kuriosum oder nur ein Teil in einem großen, mir unverständlichen Rätsel. Clementine war etwas Besonderes. Ich muss verstehen, warum. Zum Glück habe ich jetzt reichlich Zeit. Das Schloss ist wieder ruhig, mit Ausnahme von meinen immer wachsamen Freunden. Während sie früher flüchtig und temperamentvoll auf meine Untersuchungsversuche reagierten, sind sie jetzt weit bereitwilliger. Einige sind sogar freiwillig für Untersuchungen und praktische Überprüfungen auf mich zugekommen. Es sind faszinierende Geschöpfe, bestehend aus einem metallischen Material und angetrieben durch eine interne Energiequelle, die ich nicht verstehe. Wenn ich nur einen Weg finden könnte, eines zu öffnen, würden Sie mir erlauben, sie auseinanderzunehmen? Würden Sie wütend werden? Wo liegen die Grenzen Ihres Bewusstseins? Sind es nur geistlose Drohnen, die von irgendeiner unbekannten Intelligenz in einer geheimen Absicht programmiert wurden? Was wäre diese Absicht? Ich habe so viele Fragen und ich beginne misstrauisch zu werden. Ich werde die wahre Natur dieser Geräte entdecken, woher sie gekommen sind und zu welchem Zweck. Ich bin davon überzeugt, dass es der Sinn meines Lebens ist, dieses Rätsel zu lösen. So, da haben wir Phase 2. Hier sehen wir dann die verschiedenen Amplituden. Da kommen wir dann auch später noch darauf zurück. Ich suche die Münzen. Hier gibt es noch Münzen. Ah, hier sind sie. Ich wusste es, irgendwo sind sie welche versteckt. So, das Tagebuch haben wir. Dann gehen wir weiter durch die nächste Tür. So, dann haben wir hier vorne gleich einmal wieder ein paar Notizen. Ja, da sehen wir also jetzt das Poster, was wir vorhin angeschaut haben. Da waren lilane Sterne und weiße Sterne. Das heißt, dass die lilanen Sterne und die weißen Sterne sich gegenseitig auflösen. Also da haben wir 5, ist praktisch minus 3, ist 2. Außerdem haben wir hier eine Skala von 0 bis 14. Das heißt, das springt in 2er Schritten. Da kommen wir dann auch gleich zurück. Ich nehme auf jeden Fall mal den Schlüssel hier mit. Dann drehe ich mich auf die rechte Seite hier rüber. Hier oben unterm Schild ist das nächste Foto. Foto Nummer 2. Hier gibt es wieder was zum Lesen. Einmal den Fuhrmann, der Löwe. Für uns ist aber wichtig das Sternbild des Draco. So, schaut das aus wie ein riesen Lindwurm hier. Wie so ein Würmchen. Dann gehen wir einen Schritt weiter vor. Und runter in den Keller. So, da starten wir den Generator an. Auf der anderen Seite gibt es wieder Münzen. Dann gehen wir nochmal hoch. Drehen uns hier rauf. Da ist wieder ein Stein, der vorsteht. Da ist wieder Foto drinnen. Foto 3 von 7. Dann gehen wir mal die Treppen hoch. So, hier auf der Fensterbank. Jane kam näher. Als sie sich den hohen, wunderschönen Flammen näherten, erkannten sie einen sonderbar geformten Eisklumpen um den Fuß des Mastes. Klares, glattes, glänzendes Eis, preußisch blau wie ein Eisberg an den dickeren Stellen
und an den dünneren glänzend und schimmernd in allen Farben, wie der Glasschliff-Kronleuchter im Haus der Großmama in London. »Was für eine seltsame Form«, sagte Jane und trat einen Schritt zurück, um besser zu sehen. »Fast wie ein Drache.« »Mehr wie die Laternen auf dem Thamesdamm«, sagte George, der einen Teil entdeckt hatte, der sich beinahe wie ein Schwanz den Mast des Mordpols hinaufschlängelte. »Oh, George«, rief Jane, »es ist ein Drache. Ich kann seine Flügel sehen. Was sollen wir tun?« Selbstverständlich war es ein Drache, ein großer, glänzender, geflügelter, krallenbewehrter, schuppiger und großmäuliger Drache aus purem Eis. Er musste sich auf einem Loch in der Erde schlafen gelegt haben, aus dem warmer Dampf vom Erdinneren aufstieg, bevor die Erde kälter wurde und die Dampfsäule gefror und zum Masten des Nordpols wurde. Der Drache war im Schlaf eingefroren, zu hart gefroren, um sich zu bewegen, und blieb dort liegen. Er war grauenerregend und doch war gleichzeitig wunderschön. George sagte, »Oh, hab keine Angst. Ich überlege mir, wie ich auf den Mast komme und den Kompass ausprobiere, ohne das Biest zu wecken.« Das tiefe Blau und das regenbogenfarbene Glitzern des Drachen war ohne Zweifel schön anzusehen. Aus der Mitte des gewundenen Eisdrachen schoss der Mast des Nordpols in die Höhe wie eine Säule aus purem Diamant. Von Zeit zu Zeit splitterte er in der Kälte. Der Klang des splitternden Eises durchbrach als einziges die weiße Stille, in deren Mitte der Drache wie ein riesiges Juwel lag. Die Flammen sprossen um ihn in die Höhe wie feurige Lilien. So, dann schauen wir sich hier noch um. Hier oben ist das nächste Foto versteckt. So, dann können wir jetzt den Projektor starten. So, wir brauchen das Sternbild des Draco, des Drachen. Das heißt, wir drücken uns jetzt hier mal durch. So, das schaut dann so aus. Jetzt sehen wir auch hier, wir können die Platten verschieben. Wir haben hier verschiedene Punkte. So, brauchen wir das ganz obere. Dann sieht man hier, die Punkte müssen mit den Punkten einigermaßen gleich sein. Einmal hoch. Und einmal ganz runter. Dann sehen wir, wir haben etwas aktiviert. Das heißt, wir gehen jetzt runter durch die Tür. Wir haben jetzt einen anderen Blickwinkel. Das heißt, hier rechts verborgen sind noch Münzen zum Holen. So, dann gehen wir weiter vor. Wir folgen den blinkenden Lichtern zum PC. Ist der Datenzugriff noch immer verweigert? Es macht aber nichts, da kommen wir dann später nochmal her. So, das heißt, wir gehen jetzt nochmal durch die eine Tür zurück. Genau hierher. So, dann nehmen wir jetzt den Schlüssel, sperren das Kästchen auf. Und da tut sich einmal überhaupt nichts. Und jetzt kommen wir zu dem Poster, wo ich auch gesagt habe, dass wir den Zettel hier nebenbei herlegen können. Das war es nicht. Der war es. So geht es einigermaßen. So, das heißt, wir fangen an hier unten. Das ist der hier. Da haben wir mal 7 weiße Sterne. Dann geht es weiter zu den 3 lilanen Sternen. 5 weiße. Ein weißer. Okay. Das heißt jetzt also 7 weniger 3 plus 5 plus 1 ergibt 10. Das merken wir uns einmal. Bei dem zweiten fängt es halt wieder an, also 1. Ein weißer Stern. Bin ich jetzt falsch hier? Muss ich mal überlegen.
Ein weißer. Ah, bin ich falsch. 7 weiße Sterne. Plus 3 lilane. Also 7 minus 3 minus 6 plus 5, genau. Also 7 minus 3 plus 6 plus 5 ist 3. Und dann haben wir wieder hier unten. Da fangen wir an. Ein weißer Stern. 4 weiße Sterne. Minus 6 plus 7. Das heißt, haben wir 6. Dann gehen wir hierher auf die Skala. Wir haben vorhin den Zettel gefunden, wo ich gesagt habe, mit den Zweierschritten. Das heißt, wir haben hier eine Skala von 0 bis 14. Das heißt, wir brauchen auf der linken Säule mal die 10. Das ist die dritte von oben. Das ist wie ein Fieberthermometer, das in die Höhe schnallt. Dann, ich stelle mal die rechte Säule ein auf die 6. Das ist der vierte Strich von unten. 1, 2, 3, 4. So. Und hier brauchen wir jetzt die 3. Das heißt, einmal runter damit. So sollte das dann ungefähr ausschauen. Und dann drücken wir den Knopf hier. Dann geht hier hinten der Glaskasten auf. So, sieht man das jetzt hier nochmal? Leider kann ich nicht mehr drauf drücken. Wie gesagt, der dritte Strich von oben ist die Nummer 10. Zwischen dritten und vierten brauchen wir die Nummer 3. Und hier ist die Nummer 6, der vierte von unten. Dann können wir uns das hier holen. Und gehen eine Etage tiefer. So, jetzt sind wir wieder hier im Hauptraum. Das heißt, wir fügen hier bei der Wendeltreppe. Dann können wir runtergehen. Ganz gemütlich. Jetzt sind wir im Computerraum. Wir nehmen hier aus der Schublade mal einen Zettel raus. Einen Griff vom Schreibtisch. So, jetzt kommt absoluter Knaller, finde ich. Wir sehen hier am Fußboden, an der Wand und überall auf der ganzen Decke verstreut Symbole, die wir drehen können. Jetzt müssen wir die Spitzen immer so drehen, dass die zum nächsten zeigen. Und da fange ich mal hier gleich an. Das heißt, das drehen wir jetzt. Dreimal. Dann zeigt das hier hoch. Das zeigt auf die Decke hoch. Das drückt man einmal. So, dem folgen wir jetzt hier rüber. Das drücken wir auch einmal. So, jetzt müssen wir hier hoch zu dem. Das drücken wir auch einmal. Das geht hierher. Das müssen wir dreimal drücken. Das zweimal. Dann geht's zurück zu dem. Das einmal. Das läuft jetzt hier vor. Das brauchen wir dreimal. Das zweimal. Das springt hierher. Das müssen wir einmal drücken. Dann zu dem. Das auch einmal. Dann wieder zurück hierher. Das müssen wir dreimal drücken. Ich glaube hierher. Einmal. Nein.
Einmal. Dann hier. Einmal. Zweimal. Eins, zwei, drei. Und dann geht unten Glaskasten auf und das nächste Foto gehört uns. Und jetzt gehen wir rüber zum Canale Grande, zur Cloaca Maxima. So, hier haben wir. Was haben wir hier als erstes? mal hier einen Hebel mit dich. Dann gehen wir nach vorne zu der Nische, die wir in Kapitel 1 geöffnet haben. Hier gibt es jede Menge Goldmünzen. So, damit haben wir 19 insgesamt. Und es sollte hier allein schon für die 10 Goldmünzen eine separate Errungenschaft geben. Dann drehen wir uns hier rüber. Da ist wieder ein Steuerrad. Das brauchen wir später. Hinterm Fass ist der Hebel Nummer 2. Da ist wieder was zum Drehen, das kommt auch später. Hier unten ist Hebelteil Nummer 2, das heißt, mit den von der Werkstatt vorhin haben wir jetzt drei Hebel. Dann schauen wir nach oben, da ist wieder eine Kette. So, da ziehen wir einmal dran. Tut sich hier noch nichts. Da vorne ist die zweite Kette. So, dann schauen wir nochmal über das Fass hier. Da ist eine Fliese. Dann haben wir Foto Nummer 6 von 7. Und jetzt gehen wir zu den Hebeln hier. Da fügen wir mal alle drei Hebel ein. Und zwar müssen wir die jetzt betätigen in folgender Reihenfolge. Mitte. Erster. Letzter. Erster. Letzter. Erster. So, dann bekommen wir hier eine Diskette. Mit der Diskette gehen wir jetzt wieder einen Schritt nach oben. So, rechts von uns ist ein Computer. Boot-Diskette einlegen. Diskette müssen wir natürlich unten einlegen. Willkommen! So, wir können jetzt wieder Bootlog nach Servern jetzt hier. Oh Gott, das klingt echt wie die alten Computer. Das heißt, wir müssen drucken. Bitte schreibt mir mal runter in die Kommentare, wer noch so einen schönen alten Nadeldrucker kennt. Ich habe so einen gehabt. Und ich war stolz drauf. Wenn man sowas mal früher gehabt hat, da war man schon Kaiser. Gut, auf jeden Fall den Zettel und die Lochkarte können wir kombinieren. Jetzt drehen wir sich einmal um. Hinter uns sind drei Computer. Wir haben drei Symbole. Wir haben hier, das ist einmal Jupiter, Erde und Neptun. So, jetzt sehen wir hier auf der Seite, haben wir die verschiedenen Symbole. So, wir fangen mal mit der Erde an. Da haben wir den Code 39783. Dann brauchen wir den Jupiter. Ich komme mir vor wie bei Sailor Moon. 81768. Der Neptun ist uns leider abhanden gekommen. Den denken wir uns. Jetzt, wo denken wir in uns? So, hier. 24195. Und dann gehen wir zu den Computern. Da gehen wir mal ganz links her. Da haben wir den Jupiter, da brauchen wir 8, 1, 7, 6, 8. Dann gehen wir zur Erde. Bei der Erde brauchen wir 3. 9, 7, 8 und 3.
Und dann gehen wir rüber zum Neptun. Da brauchen wir 2, 4, 1, 9, 5. Und jetzt können wir den Computer auch initialisieren. So, Bootlog. So, das heißt, wir können uns wieder nach oben begeben. So, hier müssen wir ja durch, ab ins nächste Zimmerchen. Hier oben habe ich vergessen, ist das letzte Foto. Dann haben wir alle Fotos für Kapitel 3 komplett. So, jetzt haben wir sicher hier die Phasen. Da haben wir Phase 3. So, ab zum Computer, da wollte ich eigentlich her. Zugriff gewährt. Okay, wir sind drin. Letzter Eintrag, 21.07.96. Die Augen scheinen von einem Material mit hoher Dichte angetrieben zu werden, das, wenn es den richtigen Bedingungen ausgesetzt ist, in der Lage ist, eine kleine, aber außerordentlich starke Energiequelle zu erzeugen. Ich behaupte nicht, es auch nur im Ansatz zu verstehen. Es ist klar, dass diese Technologie von einer Intelligenz entwickelt wurde, die meine bei weitem überragt. Zuerst muss ich versuchen, die Bedingungen wiederherzustellen, die die Quelle aktivieren. Wenn ich diesen Vorgang selbst initiieren kann, werde ich vielleicht endlich anfangen zu verstehen, wie sie funktionieren. Ich bin nicht allein. Die Augen wollen, dass ich sie verstehe. Als Wissenschaftler fällt es mir schwer, mich darauf einzulassen. Doch so seltsam es klingt, ich sehe die Gleichungen in meinen Träumen. Ich sehe die Muster, die Schaltungen, sogar die Geräte selbst, die ich ohne Zweifel konstruieren muss. Es ist, als ob sie erfolglos versuchen, mit mir zu kommunizieren. Liegt es daran, dass sie Schwierigkeiten haben, mit der menschlichen Physiologie zu kommunizieren? Phase 1. Erfolg. Nach Jahren der Forschung und des Experimentierens und zahlloser gescheiterter Versuche habe ich es geschafft, den Kern in einen intermittierenden Energiezustand zu bringen. Die Energiequelle glüht in einem hellen gelben Farbton und ist leicht warm. Sie ist unglaublich leistungsfähig und verschwendet sehr wenig Energie an Hitze. Nach der Aktivierung bemerkte ich eine außergewöhnliche Menge an Funkstörungen. Die direkte Nähe eines Kerns zum Empfänger führte zu einer intensiven statischen Rückkopplung. Ohne Zweifel ist dies die Quelle des geheimnisvollen Signals, das all die Jahre von dieser Insel ausgegangen ist. Es ist schwach. Die Augen selbst scheinen ein viel stärkeres Signal abzugeben. Während das Signal von meinem Kern stabil ist, scheint das der Augen zu schwanken. Vielleicht können sie die Energieausgabe steuern. Das ist die einzig logische Schlussfolgerung. Es wird Zeit für die nächste Phase meiner Forschung, der versucht, die Bedingungen für eine Hochleistungsenergiequelle zu reproduzieren. Phase 2. Seit der erfolgreichen Aktivierung eines hochenergetischen Kerns vor 2 Monaten habe ich viel gelernt. Ich habe jetzt mehrere aktivierte Kerne, die jeweils ein kühles blaues Licht erzeugen. Ich habe sogar herausgefunden, wie sie ihre Leistung steuern können, was zu einer weiteren außergewöhnlichen Entdeckung geführt hat. Durch Synchronisation ihrer Frequenzen kann ich ihre Leistung vergrößern. Mit einer ausreichenden Anzahl könnte ich ein Energiefeld von praktisch grenzenloser Macht erschaffen, obwohl die Umsetzbarkeit eines solchen Unternehmens praktisch unmöglich ist. Unmöglich für mich vielleicht. Zweifellos könnten sich die Augen aufeinander einstimmen, um genau dies zu erreichen. Sie sind erfahrener darin, ihre eigene Technologie zu manipulieren, als ich jemals sein könnte. Mir ist nicht klar, was sie mit solch einem Energiefeld tun könnten. Doch bin ich mir sicher, dass es eine weitreichende Störung des Äthers zur Folge hätte. Nichtsdestotrotz ziehe ich bereits die nächste Phase meiner Forschung in Betracht. Ich bin stark motiviert für die nächste Stufe. Die Augen führen mich auf neue Wege. Ich vermute inzwischen, dass ich ebenso ihr Forschungsobjekt bin, wie sie das meine. So, Phase 3. Fehler beim Lesen des Protokolls. Datei beschädigt. Gut. Aha, wir müssen uns noch verbinden mit dem Oszilloskop. Einmal noch runter. So, jetzt läuft hier die Amplitude.
So, wir haben ja hinten die zwei Tafeln, wo das aufgezeichnet ist. Das heißt, wir brauchen eine Frequenz von 12 und eine Amplitude von ungefähr auch 12, bis das hinter uns explodiert. Müssen wir ein bisschen spielen. Irgendwie müssen wir das Ding doch zum Explodieren bringen können. Nicht, dass das Ding nicht will. Ah, okay. Na, na, na. Okay, erfolgreich zum Abschluss gebracht. Das war jetzt Phase 1. So, jetzt kommen wir zu Phase 2. Okay, Phase 2 klang jetzt besser. Da müssen wir hier auf den dritten und hier auf den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann brauchen wir Phase 3. So ungefähr auf den 5. Und die Frequenz auf 6. Dann geht's runter in den Keller. Rauf in den nächsten Stock, Entschuldigung. So. Ein kleiner Tipp. Wenn man das jetzt so 5 Minuten stehen lässt, den Sternenhimmel einfach nur so anschaut, das gibt eine spezielle Errungenschaft, und zwar Himmelsmechanik. Ich werde euch das jetzt 5 Minuten hier ersparen. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Hier hinten ist eine Diele, die können wir verschieben, dann erhalten wir Actionfigur 1. Wir reisen in der Früh ab, also habe ich beschlossen, die Nacht im Planetarium zu bleiben. Ich bin gerne hier, es ist friedlich und ich kann den Tanz der Planeten beobachten, wenn ich einschlafe. Aber nicht heute Nacht. Ich hatte wieder einen Traum, dieser war realer als alle anderen. Ich stand mit Onkel Chris auf dem höchsten Turm des Schlosses und wir beobachteten die Sterne. Ich konnte Donner in der Ferne hören und das Meer an den Felsen unter uns. Plötzlich gab es ein Knacken und ich konnte riesige Wellen gegen das Schloss krachen sehen. Ich hatte Angst, aber als ich mich zu Onkel Chris umdrehte, war er weg. Und plötzlich war alles still. Die Nacht war ruhig und als ich zu den Sternen schaute, hatten sie sich verändert. Dann kamen die Lichter, zuerst ein paar und mehr. Sie beobachteten mich, als ein helles Licht zu leuchten begann. Es wurde heller und ein Geräusch wie Donner wurde lauter und lauter, bis ich es nicht mehr aushalten konnte. Und dann hörte es plötzlich auf und ich bin vor Schreck aufgewacht. Es war mehr als ein Traum, ich bin mir sicher. Sie haben mich gerufen. Sie wollen, dass ich auf den Turm steige. Dort ist etwas, das ich tun muss. Ich muss einen Weg finden, egal wie. Gut, dann drehen wir sich noch hier rüber. Hier gibt es wieder zwei Poster. Und zwar ist das das innere Sonnensystem. Da haben wir Merkur, Venus, Erde, Mars. Die müssen wir dann nachher aktivieren. Und das äußere Sonnensystem.
Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Da kommen wir dann gleich zurück. Hier gibt es wieder was zu lesen. In meinen Träumen sah ich viele Dinge. Ich sah die Augen uns beobachten, still und geduldig, äonenlang. Ich sah sie manipulierend, untersuchend, experimentierend, als wären wir Laborratten. Niemand, der hier verweilte, war frei von ihrem Einfluss. Wir sind ihr Forschungsobjekt, ihr Experiment. Wie viele Welten haben sie besucht? Wie viele Völker haben sie studiert? Folgendes konnte ich feststellen: Sie stammen von einem fernen Stern, umkreist von einem heißen Jupiter und einem einzelnen felsigen Planeten, ähnlich der Erde. Sie sind auf einer großen Entdeckungsreise und senden ihre Forschungsschiffe in alle Ecken des Kosmos. Während ich hier stehe und die Sterne vorbeiziehen sehe, kann ich den Projektor nutzen, um ihre Reise drei logisch verfolgbaren Stadien zu visualisieren. Ihre entfernte Heimatwelt, all die majestätischen Gasriesen unseres äußeren Sonnensystems, unser winziger blauer Planet und all den inneren Planeten. Ich kann mir die anderen Wunder ihrer Reise kaum vorstellen. Zu zahlreichen müssen sie sein. Ich kann die Äonen der Zeit, die sie geforscht und gewartet haben, nicht ergründen. Nehmen sie solche Zeiträume wahr wie wir, oder sind sie nicht mehr als Maschinen, kaum intelligenter als zur Datenerfassung programmierte Drohnen? Oder ist ihre Intelligenz ein Zeichen für etwas Größeres? Vielleicht ein Zeichen für ein Volk, das die Notwendigkeit sterblicher Körper hinter sich gelassen hat, um Teil eines kollektiven Bewusstseins zu sein? Ich kann nur raten. Es ist nun offensichtlich, dass sie mich von Anfang an manipulierten. Sie haben mich in einer bestimmten Absicht geführt. Diese Absicht verstehe ich noch nicht, aber ich bezweifle nicht, dass es um die letzte Phase meiner Forschung geht. Meine Arbeit an dem Apparat zeigt Fortschritte, wenn auch langsam. Es ist eine komplexe Maschine und eine außergewöhnliche Technologie. Sie studierten die Menschheit jahrhundertelang, prüften unsere Intelligenz. Bald ist ihre Arbeit vollendet.